Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier von Lego Marvel Super Heroes und wir machen direkt weiter, wir sind im Stark Tower und jetzt wollen wir hier erstmal gucken, wie wir weiterkommen. So, das kann noch nicht richtig sein, da müssen wir wahrscheinlich erstmal was anderes machen. So, da haben wir erstmal so einen Schutz vor, da können wir mal beigehen. Und dann können wir da nämlich hochspringen. Ich lasse die anderen Sachen hier unten mal heilen. Da oben sind Griffe für den Hulk. Ach du je. Okay. Der ist wahrscheinlich auch nicht der Beste dafür. Nehmen wir mal lieber den hier. Der ist ein bisschen athletischer. Ach du je. Ach hey, halt dich doch. Ach Mann, 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 Mann. So, verlieren wir ein paar Stats. Ist jetzt nicht so dramatisch. So, jetzt halt dich doch mal da fest, Kollege. Das gibt's doch gar nicht. So, komm. Ey. Sag mal, ist das... Wie bescheuert ist das denn gemacht? Also, einmal... Da müssen wir uns halt ein bisschen beeilen. So, danke sehr. Vielleicht etwas mehr Muskelkraft vonnöten. Ja, das ist schade. Das hier ist nämlich jetzt so ein Bereich für den Hulk. Da haben wir nämlich jetzt nichts zu suchen, aber wir können mal gucken, wenn wir das Ding hier drehen, was passiert. So, da haben wir hier ein bisschen Glitzer freigelegt. Ach, guck mal an. Da sind wir dann auch durch. So, jetzt kommen hier die Laserdinger. Genau, natürlich. So, da müssen wir uns jetzt nämlich mit dem Captain America auf das Schild stellen. So, was müssen wir kaputt machen? Die Dinger selber oder diese blauen Teile hier? Oder die Tür? Wobei, hier ist jetzt was passiert. Eins. Auf diese blauen Felder. Und dann werden die Türen aktiv, scheinbar. Jawohl. Dann gehen wir da auch direkt straight weiter. Oh je. So, das sieht wieder nach Laser aus. So, das heißt, wir machen hier erstmal mit Tony die Gegner weg. Alter Falter, ey. So, hier auf das blaue Ding wieder. Ne, da müssen wir vielleicht das Ding selber kaputt machen. Ja, genau. Und es gibt wieder ein bisschen was zum Basteln. So, später kann man auch noch sich so ein paar... So, Haltegriffe sind hier auf der einen Seite, auf der anderen. Da müssen wir uns wahrscheinlich gleich parallel ranhalten. Es gibt ja auch Extras, wo man dann so schneller bauen und Stat mal 2, mal 4, mal 8, mal 16 und so weiter und so fort. Und das werden wir dann auch nach und nach noch freispielen, natürlich, um uns das Leben hier so ein bisschen zu vereinfachen. So, einmal, zweimal und Sesam, öffne dich. Ah, und das Spiel macht so viel Spaß. Ah, ich liebe diese Lego-Spiele. Bei Herr der Ringe fand ich schon klasse. Meine Systeme werden gerade übersteuert. Wow, das ist ziemlich cool. Keine Zeit dafür. So, da haben wir schon wieder so, da sehen wir es schon, da haben wir wieder so eine Plattform für das Schild von den Captain America. So, jetzt wo wir hier diesen Bonus haben, lohnen sich auch diese Tausender da ein bisschen mehr. Ja, haben wir nicht bei allen gehabt, aber das ist schon okay. So, da vorne ist noch was. Hier haben wir die Schildschalter, die machen wir mal eben als erstes. An der Wand haben... Oh wei. So, hier auch.
So, und das ist gleich unser Part, das auf diese andere Tafel zu lenken. So, ich möchte noch mal kurz gucken. Wir haben ja Macht über Feuer eigentlich, ne? Aber auch nur so halb. Also auf jeden Fall scheinbar nicht genug. Nee. Das ist dann anderen Charakteren vorbehalten. Genau, lauf doch mal durch mit deinem Eisenarsch. So, also rauf hier. Und hoffentlich haben wir Jarvis wieder befreit. Sicherheitssystem teilweise wiederhergestellt. Fordere sofortige Bereitstellung des Mark 42-Anzugs an. Zeitlichen Schale sogar. Oh, da haben wir endlich unseren Anzug wieder, beziehungsweise den von Tony. So, dann hol ihn dir mal. Nee, so nicht, sondern so. Ah, guck mal hier, das ist cool. Das mochte ich auch schon bei den Filmen immer so, wenn der angezogen wird und die Teile so auf ihn zufliegen. So, das sieht doch wieder ganz nett aus. Ach, guck mal. Also es geht nur... Ach, guck mal, hier geht's aber. Aber so richtig bringen... Ja gut, wir müssen hier durch. Ja doch, die Spalten werden, glaube ich, größer. Also es nimmt die Wand Schaden. Ja, das ist ja eher so eine Spezialwand. Das ist, glaube ich, nicht das Richtige. Versuch mal mit deinem Laser da eine Form rauszuschneiden. Ach, eine Form rauszuschneiden. Ah, okay, ich habe mich eben schon gewundert. So. Dann müssen wir wahrscheinlich... Aha, ist das geil. So, wie geht's runter? Einmal und... So. Sauber. Und endlich kann er auch wieder fliegen. Das macht aber die Kontrolle nicht so einfach, also die Steuerung. So, was haben wir hier? Reaktorlagerzugang gewährt. Thor ist auch wieder da. Mandarin. Loki, es ist vorbei. Es tut mir unaufrichtig leid. Ach, das ist Loki. Ach, das ist gar nicht Thor. Bescheuert. Die wenig kostet. Nun, du stiehlst von den Besten. Das ist nicht das Einzige, wobei wir uns bedient haben. Wo willst du hin? Traue nie einem Halbgott. So, ganz schön hoch. Zeit, euch sogenannten Avengers eine Lektion zu erteilen. Genug, Clementine. Ich hab dich echt satt. So, ja, da haben die Rechnung aber nicht mit uns gemacht, denn Iron Man ist, was Fernkampf angeht, ganz vorne dabei. Damit hättest du recht. Und was wir auch dringend brauchen, ist dieser Stud-Magnet. Den vermisse ich schon so ein bisschen. Helden gibt es nach wie vor nur im Märchen. So, also der Bosskampf ist jetzt nicht so der schwerste. Come on.
So, Mandarin wieder. Und ihn nochmal kurz. Und dann war's das auch. Mit den beiden Chaoten. Wie könnt ihr meine Vision für ach, doch nicht. Die Menschheit erahnen? Jetzt werde ich eure eigenen Waffen gegen euch richten. Schnappt sie euch. Das ist mal ein großer Anzug. Ist das die Hulkbuster-Rüstung? Ja. Der kann das alles, was Hulk kann? Ja. So, bleiben wir mal ein bisschen am Boden. So, da haben wir auch unsere Stat-Achievement quasi erst fertig gemacht. So, ich weiß jetzt nicht, worauf ich mich fokussieren soll. Ich mache mal erstmal hier die letzten 9 Männchen, die hier angeschissen kommen. So, und jetzt können wir auf den Dicken gehen. Hausparty-Protokoll aktiviert. So, komm. Ja, das ist doch mal schön. So verliert er auch mal ordentlich Energie. Da wären wir ja sonst bis morgen noch bei. Und Feierabend. Na komm schon. Ah, da ist noch ein ganz kleiner Balken. Na komm, jetzt mache ich hier keinen Scheiß. So, sollen wir hier was zusammenbauen? So, und was soll das jetzt werden? Vielleicht sollten wir da ein bisschen weggehen. Ach, so ein elektronischer magnetischer Puls. Und einmal auf das Goldene. Und dann ist doch Feierabend. Also, bestens. Na? Magst du meinen Anzug? Ich habe eine Schwäche für Oldies. Wie kommt es, dass mein Turm nie verschont bleibt? Naja, der hat ja noch ein paar Milliarden, um das hier wieder in Ordnung zu bringen. Neuer Start, neuer Anzug. Ja, schön. Das war ein neues Level. Es gibt natürlich neue Charaktere. Iron Man Mark 1. Iron Man Mark 42. Tony Stark. Aldrich Killian, Mandarin, ja. So, einige Charaktere bekommt man natürlich über die Level freigespielt, andere muss man kaufen. Ich glaube, es gibt 50 Charaktere, die man kaufen muss gegen Stats. Die sind von günstig bis sehr, sehr teuer. Aber später können wir uns vor Stats eh nicht retten, wenn wir den Bonus haben, den Stat-Bonus.
So, hiervon haben wir zum Glück keins, weil die machen wir ja am Ende noch alle in einem Durchgang. So, die beiden Sachen, einmal Level abgeschlossen, einmal True Believer und dann schauen wir uns das nächste Video an. Es ist das Ende der Weltgefahr. Erste Tests von Reed Richards ergaben, dass diese Steine die kosmische Kraft lagern und von Silver Surfers Brett stammen. Wenn das bedeutet, was ich denke, dann verfügst nur du allein über die Kompetenz, die Erde zu verteidigen. Wohlbekommt. Anscheinend sind unsere beiden Labore verwüstet worden. Diese Gauner lieben es, unser Zeug zu stehlen. Und sie haben schon viel zu viel davon gestohlen. Wir müssen unsere Latveria-Operation in Gang setzen. Ich nenne sie Operation Latveria. Ich hol den Rest der Fantastischen Vier. Gut, schalten Sie die Shield-Arc-Reaktor-Spuren-Software ein. Ihr verfolgt meine Arc-Reaktor-Spuren? Weißt du, wie oft ich dich bei irgendeiner komischen Party suchen muss? Ach, du Schande. Jetzt gewinnt man durch den besten Geheimdienst die Oberhand. Hawkeye, Black Widow, ihr seid dran. Ja, die beiden Kollegen kennen wir schon. Mit denen hatten wir schon einen Dreier zusammen mit Spider-Man. Wir müssen uns den Arc-Reaktor zurückholen, bevor er für unausdenkliche Zwecke benutzt wird. Folgt dem Signal und findet ihn. Alles klar. Das ist auch unsere nächste Aufgabe, also den Arc-Reaktor zurückholen. Und wir machen direkt in der nächsten Folge weiter. Wenn euch das Let's Play gefällt, Leute, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Das ist mir wirklich sehr wichtig, denn sehe ich, dass es euch gefällt. Und vor allem dauert es auch nur eine Sekunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge hier bei Lego Marvel Super Heroes. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. Geht in Kürze los. Bis dann.